ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mein Currently Reading. Es sind drei Bücher an der Zahl und ich möchte oder habe einfach das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Sehr unaufgeregt, aber trotzdem schön und ja. Wobei unaufgeregt gar nicht das richtige Wort ist. Vielleicht meine ich unaufgeregt, weil ich über die Bücher schon, zumindest über zwei von den drei Büchern schon etliche Male gesprochen habe. Bei dem einen Buch über einen sehr langen Zeitraum schon, eigentlich seit ich BookTube mache, und bei dem anderen in letzter Zeit. Aber schaut es euch gerne an, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten gibt es auch demnächst wieder neue Videos von mir. Ich beginne mit dem Buch, worüber ich ja schon ewig und drei Tage, sagt man das so, ja, schon immer wieder drüber spreche. Und eigentlich werde ich euch hierzu nichts Neues erzählen, aber einfach nur nochmal meine Eindrücke zu diesem finalen Reread, also final, weil wir den Reread jetzt quasi mit diesem Buch beenden und der nächste Reread dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr stattfindet, dann vielleicht alleine oder vielleicht in einer anderen Konstellation, wer weiß, vielleicht lese ich mit den Mädels nochmal, aber es geht um Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, und da lese ich ja aktuell oder rereade die Bücher mit Ruth von Zwischentausend Zeilen und Claudia von Beauty Butterflies, und das ist wirklich eine sehr schöne und intime Leserunde, würde ich jetzt sagen, weil wir alle die Bücher schon kennen und schon gelesen haben und uns einfach nochmal auf eine andere Art und Weise austauschen können. Das macht großen Spaß und ist irgendwie besonders. Und warum ich heute nochmal darüber sprechen möchte, ist ja zum einen, weil es eben mein Currently Reading ist und weil ich zwei Punkte nochmal anmerken möchte. Ein Punkt ist der Fakt, dass ich das Buch mehr höre als lese. Wenn ich abends Zeit habe und ich gerade was anderes lese, dann nehme ich das Buch zur Hand, weil ich abends nie Hörbücher lese. Ich höre immer nur im Zuge von aktiven Dingen, die ich tue. Also ich sitze nicht einfach rum und höre, sondern meistens mache ich irgendwas, sei es den Haushalt kochen oder irgendwas anderes, und dann höre ich nebenbei Hörbuch, und das finde ich immer sehr entspannt so. Und wenn ich lese oder wenn ich abends mich auf die Couch oder ins Bett gelegt habe, dann nehme ich immer ein Buch zur Hand. Also ich glaube, in den wenigsten Fällen würde ich mich hinsetzen und dann aktiv ein Hörbuch anmachen und dann nur das tun. Vielleicht, wenn ich krank bin oder sowas und mir das Lesen schwerfällt. Und ich höre gerade diesen Teil und muss sagen, dass ich wirklich so schwer beeindruckt von Rufus Beck bin und wie viel Spaß dieses Hörbuch macht, weil es eine unvergleichliche Art ist, die Geschichte zu erzählen. Also er benutzt ja auch verschiedene Stimmlagen für verschiedene Charaktere, und das würde mir nicht in jedem Fall gefallen. Ich glaube nicht, dass mir jedes Buch so Spaß machen würde, aber bei Rufus Beck und vielleicht bei den Büchern einfach macht es mir große Freude, und es ist sehr, sehr spannend und fesselnd, und man hat schon die Stimme, die ja nur Rufus Beck gehört, des jeweiligen Charakters aber trotzdem im Kopf. Also das finde ich ganz, ganz großartig. Das wollte ich nur nochmal hier sagen für die Leute, die vielleicht ein Reread starten oder die Bücher auch zum ersten Mal lesen hören. Das Hörbuch lohnt sich, oder die Hörbücher lohnen sich allemal. Also wenn man gerade nicht Lust oder Zeit oder die Muße hat, das Buch oder die Bücher in die Hand zu nehmen, dann sollte man oder könnte man es mit den Hörbüchern probieren. Das ist wirklich ein Hörerlebnis, genau. Und das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Und das Zweite, was ich zu dem Reread allgemein und aber jetzt auch zu diesem Teil sagen möchte, ist, wie sich die Wahrnehmung für die verschiedenen Charaktere verändert, wenn man Bücher alle paar Jahre liest oder nochmal liest. Dass sie, ich glaube, es kann passieren, dass manche Bücher einem auch nicht mehr gefallen. Ich glaube, bei Harry Potter wird das nie so sein, weil da so viel Emotionalität mit verbunden ist, dass ich das gar nicht mal objektiv betrachten könnte. Ich bin aber auch von dem Handwerk trotzdem überzeugt. Ich glaube, selbst wenn ich heutzutage Harry Potter das erste Mal lesen würde, wäre ich begeistert von dem Einfallsreichtum von der Autorin und wie alles miteinander verstrickt und verwebt ist. Ich glaube, das würde mich auch heute noch überzeugen. Aber natürlich ist hier sehr viel Emotionalität und Erinnerung drin, die dranhängt. Aber ich kann bestimmte Sachen trotzdem differenzierter mit den Jahren sehen, und es ändern sich Meinungen und es ändert sich auch das Gefühl für Charaktere. Manche Charaktere sind für mich vom Gefühl her gleich geblieben, weil ich sie eben auch mit meiner Kindheit und Jugend verknüpfe, und ich glaube, da wird sich auch nicht super viel ändern. Ich zum Beispiel hege eine große Liebe für Dumbledore. Ich würde ihn sogar als meinen Lieblingscharakter bezeichnen, und das habe ich auch immer in all den Jahren.
Ich kann manche Sachen kritischer sehen, möchte sie aber in vielerlei Punkten auch nicht kritisch betrachten, die Dinge. Und deswegen bleibt er so mein Lieblingscharakter. Bei anderen Charakteren, die ich früher super fand, die betrachte ich ein bisschen kritischer heutzutage, sehe aber auch Charakterzüge, die ich vorher nicht so gesehen habe. Ich denke zum Beispiel, dass Sirius Black ein sehr cholerischer Typ ist. Habe ich vorher nie mit diesen Begrifflichkeiten in Verbindung gebracht, weil ich vielleicht auch gar nicht so mit diesen Begrifflichkeiten was anfangen konnte, als ich jünger war. Ich denke zum Beispiel, dass Lupin schon sehr viele, ja, traurige Wesenszüge hat, die man auch natürlich auch schon als jüngerer Mensch erkannt hat, aber die ich heute auch nochmal in einem anderen Licht betrachte. Und ich habe auch viele neue Charaktere liebgewonnen und auch ja, betrachte Dinge auch wieder kritischer. Also es gab eine Phase, wo ich Snape in einer bestimmten Art und Weise gefeiert habe, weil sich Dinge gezeigt haben. Ich will jetzt gar nicht spoilern für die Bücher nicht kennen, die, ja, die, ihr wisst, was ich meine, für die Bücher kennen. Ich sehe das aber mittlerweile auch da anders und vielleicht mache ich da noch mal irgendwann ein Harry Potter Special zu. Und Hermine hat zum Beispiel sehr ein Profil für mich gewonnen in den letzten Jahren. Ich habe sie in diesem Reread noch mal so sehr ins Herz geschlossen und neben Dumbledore ist sie für mich mein Lieblingscharakter. Auch Ron hat für mich sehr viel an, ja, oder hat sehr viel mehr Liebe dieses Mal von mir bekommen, als er das früher getan hat. Früher war er für mich ein eher farbloser Charakter, der mich nicht so ganz interessiert hat. Das sehe ich mittlerweile ganz anders. Die Erkenntnis, dass Ginny in den Büchern viel präsenter ist und so mutig und toll ist und dass die Filme das komplett außen vor lassen. Schon allein dafür lohnt es sich, die Bücher zu lesen, für die Leute, die nur die Filme kennen. Also manche Charaktere kommen in den Filmen gar nicht so in den Vordergrund. Das, ja, das wollte ich damit sagen. Jetzt habe ich ganz schön lange darüber gesprochen, aber das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wo ich jetzt diesen Reread beende und das wollte ich einfach nochmal erzählt haben. Ich denke, dass ich nochmal so ein Reread Harry Potter Special machen werde, um da nochmal meinen Gefühlen irgendwie freien Lauf zu lassen und nochmal über bestimmte Charaktere zu sprechen, vielleicht auch zu spoilern für die, die dann eben dann nicht weitergucken wollen. Genau. Also ja, macht zu dieser Jahreszeit viel Spaß und mit den Mädels sowieso. Und dann kommen wir zu dem Buch, von dem ich ja gesagt habe, dass ich in letzter Zeit viel darüber gesprochen habe. Und das ist gar nicht so wahr. Ich habe mehr über die Reihe gesprochen, weil aktuell lese ich den dritten und letzten Teil der Trilogie von Catherine Arden, Die Hexe und der Winterzauber. Das ist die Nachtigall und der Bär-Trilogie, wenn man das so sagen kann. Und da habe ich jetzt im Lesemonat drüber geschwärmt und in verschiedenen anderen Videos. Und viele können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber ich möchte einfach nochmal betonen, wie großartig ich diese Reihe finde. Ich habe noch zwei Abschnitte, die ich hier mit einer Freundin lese. Wir sind noch nicht ganz durch, aber ich bin nach wie vor überzeugt und denke, dass die Reihe wirklich eine 5-Sterne-Reihe wird. Beide vorangegangenen Bücher habe ich mit 5 Sternen bewertet und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dritte Buch da, ja, da eine andere Bewertung von mir bekommen wird. Kann natürlich sein, dass mir das Ende überhaupt nicht gefallen wird und dann werde ich da nochmal drüber sprechen, falls das so ist. Ich werde so oder so über die Reihe nochmal sprechen, spätestens im nächsten Lesemonat. Aber ich kann euch sagen, dass das ein Winterfavorit geworden ist, ein Fantasy-Favorit und dass diese Bücher sicherlich nochmal gelesen werden. Ich habe viele Bücher, die ich liebe und die ich toll finde, von denen ich aber weiß, dass ich sie nicht zwangsläufig nochmal lesen werde. Ich kann nicht genau erklären, woran das liegt und warum ich bestimmte Bücher eben nicht nochmal lesen würde. Vielleicht möchte ich, ja, vielleicht kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nochmal so diesen Zauber. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, da habe ich keine richtige. Das ist einfach ein Gefühl. Vielleicht ist es einfach ein Gefühl und man muss nicht alles erklären. Aber bei diesen Büchern weiß ich, dass das so wiederkehrende Elemente hat, die ich gerne nochmal erleben möchte, die ich vielleicht nochmal lesen möchte, um sie vielleicht nochmal anders oder besser zu verstehen. Und vielleicht hat das auch diesen Effekt, diesen Weihnachts-Winter-Effekt, wie es manchmal bei Filmen ist. Man guckt einen bestimmten Film und weiß, dass das so ein Weihnachtsfilm ist, den man nächstes Jahr nochmal schauen wird, weil er in einem was Wohliges ausgelöst hat. Und hier ist es so, dass ich mit so vielen Sagen und Legenden aus den russischen Märchen konfrontiert wurde oder ja, bezaubert wurde, dass ich diese Geschichten nochmal hören möchte und dass ich diese Magie nochmal verstehen will. Und jetzt habe ich auch hier sehr lange ausgeholt.
Ich werde auch nur ein paar Sätze zu der Geschichte sagen, natürlich zum ersten Teil, denn ne, Spoilern und so. Unsere Protagonistin heißt Wassilisa Petrovna, die Abkürzung ist Wassja. Und Wassja wächst ja in einem Land namens Rus auf, das ist Russland nachempfunden, und sie wächst mit Märchen und Legenden und Geschichten auf, die ihr ihre Amme Dunja erzählt. Sie wächst mit ihren Geschwistern auf, sie ist sehr besonders, sie verbringt viel Zeit draußen, ist ein Wildfang, also eine sehr spannende und interessante Person. Und eines Tages kommt ein Mann des Glaubens ins Dorf und ja, verkündet das Wort Gottes, und damit fangen die Probleme für Wassja so richtig an. Sie hat nämlich das zweite Gesicht, sie kann Naturgeister und diese Märchengestalten und all das sehen. Das können nur sehr, sehr wenige Menschen, und sie kann das, aber behält es auch für sich, weil sie weiß, dass das ja nicht gut ankommt, wenn sie darüber spricht, weil viele, ne, Menschen glauben das, was sie sehen. Und schwierig wird es aber durch diesen Mann des Glaubens, der dann ja für was ja tatsächlich Schwierigkeiten bedeutet, warum das so ist und was das alles mit dem Winterkönig und Väterchen Frost zu tun hat und wie da die ganzen verschiedenen Legenden und Märchen mit reinkommen. Das müsst ihr selber erfahren. Das ist zu komplex, um das hier zu erzählen, und würde der Geschichte auch zu viel vorwegnehmen. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, wenn man denn auf Fantasy steht und wenn man auf Märchen steht. Das ist wirklich toll. Was ich aber auch super finde, diese Bücher sind auch gut geeignet für Menschen, zumindest die ersten beiden Teile, die vielleicht gerade so in die Fantasy-Welt einsteigen, weil da erstmal nicht so viel Magie gezeigt wird. Das kommt schon im dritten Teil, das kann ich schon so sagen. Also der dritte Teil ist viel fantastischer als die ersten beiden Teile. Aber es sind viele Dinge drin, die mit Dingen zu tun haben, die wir auch aus unserer Realität auch kennen. Also ja, das müsst ihr dann alles selber rausfinden, aber ich kann euch sagen, es ist wirklich eine fantastische, tolle Reihe. Und wie gesagt, der dritte Teil beinhaltet sehr viel mehr Magie und man lernt mehr über dieses Magiegefüge kennen, als in den ersten beiden Teilen. Finde ich auch richtig toll. Das ist schön aufgebaut. Ich finde, die Stimmung und die Spannung steigert sich in den Büchern und jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Und jedes Buch bringt einfach sehr, sehr viel, Spannung mit sich und sehr viel Fantastisches, womit man nicht gerechnet hat, und sehr viele auch neue Enthüllungen, mit denen man auch nicht gerechnet hat. So, auch weiter viel geschwärmt. Wassja ist wirklich ein Lieblingscharakter geworden. Auch die Liebesgeschichte hier drin, muss ich sagen, berührt mich sehr. Auch eine wunderbare Steigerung vom ersten bis zum dritten Teil. Der sogenannte Slow Burn, also wirklich nichts, was so holterdiepolter passiert, sondern sich langsam aufbaut und hoffentlich ein schönes Finale beinhaltet. Ich weiß es nicht, aber die Liebesgeschichte hat mich sehr oder berührt mich sehr, wirklich sehr. Da kommt man einfach ins Träumen, wirklich ganz, ganz toll. Ich hatte lange keinen Crush mehr so richtig. Ich muss aber auch sagen, ich bin in beide Personen verliebt, sowohl in Wassja als auch in ihrem Love Interest, muss ich sagen. Vielleicht liebe ich einfach beide, ich weiß es nicht. Das ist wirklich toll. So, und dann kommen wir zu einem herrlich tollen weihnachtlichen Buch. Ich kann aber eigentlich noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bisher nur den ersten Abschnitt gelesen habe. Ich kann euch nur ein paar Eindrücke wiedergeben. Das lesen wir in der All-You-Can-Read-Gruppe. Nach längerer Zeit haben wir jetzt mal wieder ein Buch, was wir lesen wollten. Wir wollten wirklich etwas, was leicht wegzulesen ist, was nicht super dick ist, was gut in die Weihnachtszeit reinpasst. Und es weicht von meinem eigentlichen Lesegeschmack ab, würde ich sagen, weil ich gar nicht so dazu neige, diese sehr, sehr, ja, einfach will ich es nicht nennen. Ich finde, das wird dem Buch nicht gerecht, aber es ist von der Geschichte eher leicht. Und deswegen habe ich in letzter Zeit habe ich weniger leichte Bücher gelesen, und das passt jetzt ganz gut. Wie gesagt, ich finde es auch in einer Gruppe richtig toll. Ich hätte es alleine wahrscheinlich nicht gelesen, aber so in der Gruppierung finde ich es toll. Von Felicity Pickford, Willkommen im kleinen Grand Hotel. Und hier geht es um die Kinderbuchillustratorin Charlotte, die in London lebt, und sie bekommt eines Tages einen Brief zugeschickt, in dem sie ja ein oder es ist eine Einladung, sie wird eingeladen, nach Schottland zu reisen. Und das, ich muss mal gucken, wie das heißt, das 24 Charming Street Hotel zu besuchen. Dort ist für sie alles ja inklusive, das heißt, sie muss nichts bezahlen. Sie wurde eingeladen und hat jemanden, der sie eingeladen hat. Sie weiß aber noch nicht, wer das ist. Das ist dann praktisch die Überraschung, und sie soll da eine ganze Zeit verbringen und es sich gut gehen lassen. Und ja, ich kann euch hier auch mal den letzten Satz vorlesen.
Das kleinste Grand Hotel der Welt, an dem Weihnachten in diesem Jahr zum Fest wunderbarer Überraschungen wird. Und im ersten Abschnitt haben wir ein bisschen Charlotte kennengelernt und wie die Einladung sie erreicht hat und ihre Gedanken dazu und wie sie dann in das Hotel reist. Und das ist schon mal ganz entzückend gemacht. Und dann haben wir schon bereits ein paar Gäste im Hotel kennengelernt, das finde ich auch ganz schön. Also insgesamt eine wohlige, schöne Atmosphäre. Auch das Hotel hat was wohlig Schönes und das Setting und es passt gut zu Weihnachten. Deswegen, ich werde euch natürlich berichten, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe. Es passt gerade zur Stimmung und rundet mein Currently Reading gerade ganz gut ab. Genau. So, jetzt habe ich doch ein bisschen ausgeholt, aber ich fand das schon wichtig irgendwie. Zu jedem Buch auch nochmal meine Empfindungen wiederzugeben. Sind eben nicht viele, also normalerweise sind meine Currently Readings schon größer, sagt man das so. Andererseits habe ich gar keine Kapazität, mehr als drei Bücher gerade zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch froh, dass ich eins mehr höre. Ja, genau, ihr Lieben. Das war's. Mehr gibt es gar nicht zu sagen. Das ist mein Currently Reading. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr zurzeit lest. Da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten bleibt gar nicht so viel zu sagen, außer ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine entspannte Zeit und macht es euch schön. Genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, Lieben. Bis dann.